Ich bin ein Schmetterling. Ich heiße Schaparakranum. Ich lebte in dem Garten. Ich saß auf einer Blume. In der Sonne. Jasmin heißt die Blume. Dort habe ich meine Flügel in der Sonne ausgebreitet. Es war schön. Ich habe einen wunderschönen Traum gehabt. Doch auf einmal sah ich den Schatten eines Rabens. Dann weiß ich nicht mehr, was geschah. Ich fiel durch ein Loch und plötzlich war ich hier. Aber wo sind wir? Warum treten Sie nicht näher? Ich komme, meine Kleine. Ich komme, meine Süße. Wer sind Sie? Ich bin die Spinne. Man nennt mich Ankabut. Es hat lange gedauert, bis du es begriffen hast. Was? Sie wollen mich fressen? Ja. Dann werde ich die Sonne nie wiedersehen. Das ist nicht meine Schuld, Kleines. Die schönen Blumen, Jasmin, Rosen, die alte Kastanie. Du bist aber wunderschön. Wunderschön. Oh. Oh. Was ist los mit Ihnen? Seit Wochen habe ich nichts gegessen. Wenn ich nicht in wenigen Minuten etwas zu fressen finde, werde ich sterben. Oh. Aber es ist nicht so wichtig. Angenommen, ein buckeliger, hässlicher alter Mann verhungert. Wem macht das schon etwas aus? Schon gut. Ich werde für Sie Futter finden. Seien Sie unbesorgt. Wirklich? Ja. Ich lasse Sie nicht verhungern. Wenn ich kein Futter für Sie finde, werde ich zurückkommen. Flügel ziehen, Flügel reißen. Ah, ihr habt meinen Flügel zerrissen. Ach, meine Liebe, was redest du denn da? Woher soll ich denn wissen, wo der Garten liegt und wo die Sonne scheint? Und Sie, was machen Sie hier? Ich meine meine Mutter und meine kleinen Geschwister sind gerade hier eingezogen. Wieso? Ist das Wetter draußen so schlecht geworden? Naja, vor ein paar Tagen hat es angefangen zu regnen. Die Fußschmerzen meiner Mutter sind deshalb ganz schlimm geworden und wir sind mit ihr zum Arzt gegangen. Der Arzt meinte, wir müssten uns unbedingt für einige Zeit in einem geschlossenen, trockenen Raum ausruhen. Deshalb sind wir für ein paar Tage hier eingezogen. Wo ist er? Der Ausgang meine ich. Wo ist er? Da, in der Nähe der Decke. Da lang? Das heißt, wir sollen in die Ecke dort gehen. Sie sagen, da lebt ein Lebewesen mit 8 Füßen. Ich weiß nichts davon. Wir haben so ein Wesen nicht gesehen. Sie sagen, es heißt Spinne. Niemand kann sein Leben aus der Hand der Spinne retten. Wenn du erst einmal im Netz der Spinne gefangen bist, dann ist es aus mit dir.
Naja, reden wir nicht davon. Soll das heißen, dass Sie bis jetzt noch gar nicht versucht haben, den Weg ins Freie zu finden? Na, und selbst wenn ich ihn wüsste, was sollte mir denn das nützen? Sie könnten doch dann Ihre Kinder an die frische Luft bringen, nach draußen in den Garten, unter die Bäume, damit sie ein bisschen atmen können. Hier unten, hier erstickt man doch. Ach was, wer hätte denn Lust dazu? Und außerdem, was soll das? Dieser Fernsehmann ist gut genug für uns. Er macht unser Leben bunt. Ab und zu, wenn er an unserem Haus vorbeigeht, rufen wir ihn herein. Ich mache uns dann eine Wasserpfeife fertig und wir setzen uns zusammen und schauen seine Bilder an und hören seinen Geschichten zu. Du hast ja keine Ahnung, wie schön seine Bilder und wie spannend seine Geschichten sind. Sind Sie der Fernsehmann, von dem alle Leute hier Gutes erzählen? Tja, ob man gut über mich redet, weiß ich nicht. Aber die Leute nennen mich den Fernsehmann. Und wie Sie sehen, bin ich ein Glühwürmchen. Ja, ich sehe schon, Sie sind strahlend hell. Ja, hier in dieser Dunkelheit ist mein Licht wirklich ein Segen für die Leute. Dieses Licht ist eine Lüge. Dieser Garten ist eine Lüge. Was? Was ist los? Warum hast du die Scheibe von meinem Apparat zerbrochen? Es tut mir leid, aber ich konnte nicht anders, als Sie gesagt haben, hier ist alles voller Licht. Ach, wissen Sie, ich habe solche Sehnsucht nach der Sonne. Warum denn? Gucken Sie kein Fernsehen? Salam, hübsche Mademoiselle. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Einen Augenblick bitte. Erlauben Sie mir, dass ich meine Kleidung in Ordnung bringe. Ja, so ist das. Wissen Sie, ich bin verglichen mit anderen Fliegen eine saubere und elegantere. Sie sehen schon, jeden Tag ordne ich 2.000, 3.000 Mal diese Kleidung, weil sie sonst in der feuchten Luft so faltig wird. Haben Sie vielen Dank, dass Sie mich fröhlich gemacht haben. Sie brauchen sich nicht bei mir zu bedanken, hübsche Mademoiselle. Es war mir ein Vergnügen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Aber ich brauche echtes Licht. Wahres Licht. Ein Licht, an dem ich mich wärmen kann, das mich verbrennt. Wissen Sie, ich bin ein Schmetterling.